Hallo zusammen, ich grüße jeden, der hier meinen Kanal angeklickt hat und heute zeige ich euch, wie ich Hagelschauer über Afrika diesen leckeren Kuchen gemacht habe. Schaut euch das Video an und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Für den Teig benötige ich 250 Gramm zimmerwarme Butter, also bei Zimmertemperatur, 6 Eier der Größe M. Ich habe hier zwei ganz kleine Eier und vier größere, aber 6 der Größe M passt. 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanille, Zucker Bourbon Vanille oder so Vanillepaste oder auch Samen aus einer Vanilleschote, das ist jedem überlassen, aber Vanillegeschmack noch mit dazu. Dann brauche ich 150 Gramm Mehl. Da kann man wählen, 405er so wie ich oder Dinkelmehl 630er Type und 30 Gramm Backkakao und ein Päckchen Backpulver. Bei mir sind es 15 Gramm oder 16, weiß ich gar nicht, 16, ja. Ich siebe grundsätzlich immer Backkakao und Mehl, gratis Backkakao, das hat immer so Klümpchen und das gefällt mir dann viel, viel besser im Teig. Dann brauche ich noch für die Vanillecreme 3 Becher Sahne, 30%ige Sahne, flüssige, das sind 600 Gramm und 2 Becher Schmand, 24%ig und 40 Gramm Zucker und diesmal. Ich backe wirklich selten mit Paradiescreme, sehr, sehr selten, aber diesmal nehme ich auch Paradiescreme. 2 Beutel Vanillegeschmack und das sind 60 Gramm pro Beutel, 120 Gramm pro Beutel. Dann erhalte ich eine schöne Vanillecreme mit Galetta-Vanillegeschmack, würde es mir zu fest werden für diese Schnitten, für diesen Kuchen. Und obendrauf brauche ich dann noch 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, eine Edelstahlpfanne am besten und 100 Gramm geraspelte Kokosflocken. Und das wäre alles für diese ganz, ganz leckeren, ja, Schnitten, sage ich sogar. Sie schmecken ja sehr gut und da braucht man ja echt nur ein kleines Stückchen davon. Ich werde den Kuchenboden mit der Kitchenette rühren und dafür nehme ich dieses Rührelement mit dem Silikonspatel und werde zuerst Butter, Zucker und glatt rühren und dann gebe ich nach und nach die Eier und zum Schluss dann Backkakao und Backpulver und Mehl, das ganze Gemisch, was ich dann siebe. Ich backe diesen Kuchenboden in diesem alten Backrahmen, den ich habe. Man kann egal welchen Backrahmen man hat, benutzen. Den habe ich mir auf 28 auf 38 eingestellt. Wenn man ihn kleiner einstellt, hat man ein bisschen einen dickeren Boden. Und ansonsten kann man auch ein Backblech nehmen, das was jeder im Haus hat. Ich backe sehr gerne auf diesen gelochten Alubackblechen. Dann gebe ich immer ein Backpapier oder eine Dauerbackfolie, kann man auch verwenden, und einen Backrahmen. Und dann lasse ich den Backrahmen auch da, auch zum Abkühlen, und mache den Kuchen komplett in diesem Backrahmen fertig. Wer Lumara oder Femina Backrahmen besitzt, kann es auch in denen backen. Wie gesagt, jeder kann das so handhaben. Und bevor ich jetzt mit der Butter, Zucker und Vanillegeschmack und die Prise Salz, die habe ich auch noch vergessen, eine Prise Salz gebe ich ja in jedes Gebäck mit hinzu. Bevor ich das jetzt anfange zu rühren, werde ich den Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze, dass der Ofen schon heiß ist. Und nun gebe ich die Butter hinein, Zucker, Vanillegeschmack und lass das Ganze ja ein bisschen cremig rühren
Und ich mache es immer so, ich löse den Teig auch ein paar Mal, auch unten, auch seitlich, weil es bleibt doch immer etwas hängen und das gefällt mir dann nicht so, wenn die Butter dann nicht die gleiche Farbe hat. Und am besten, man gewöhnt sich das an. So, die Prise Salz habe ich auch nicht vergessen. Die schreibe ich dann auch mit ins Rezept. Die habe ich selber vergessen aufzuschreiben ins Rezept. Und ich gebe von dieser Vanillepaste, die es in jedem Supermarkt gibt, gebe ich so einen Teelöffel etwa. Man kann auch Vanilleextrakt nehmen, das was jeder hat. Und nachher werde ich die Eier so nach und nach immer ein bisschen jedes einzelne Ei mit dazu rühren, so wie man einen Rührkuchen halt macht. Es ist immer schön, wenn man so einen Rührteig macht. Das ist ja vielleicht ein klein bisschen festerer Rührteig, aber es ist immer schön, wenn alle Zutaten die gleiche Zimmertemperatur haben. Dann arbeitet man leichter. Aber wenn das dann mal nicht passiert, dann ist auch nicht schlimm. So, und wie ich das jetzt mache, das mache ich auf lautlos und auf schneller. Ihr seht es, wenn dies hier rührt, dann seht ihr es vielleicht 5 oder 7 Mal schneller. Der Ofen ist bei mir schon aufgeheizt und man sieht deutlich hier, wo noch ein bisschen ältere Butter ist, die ist dunkelgelb, die andere ist heller. Jetzt löse ich noch zum dritten Mal ringsherum und auch unten rühre ich immer, dass ja alles ziemlich gleiche Farbe hat. Ich lasse dies jetzt noch 2, 3 Minuten rühren und dann gebe ich vereinzelt nach und nach die Eier mit hinein. Und das Mehlgemisch mit dem Backkakao, das rührt man ja nur kurz unter, bis einfach das Mehl nicht mehr zu sehen ist, keine Mehlnester. So lasse ich es jetzt noch 1, 2 Minuten rühren. Mit dem Spatel habe ich jetzt noch das Mehl noch einmal von unten nach oben und dass die Butter ganz gleichmäßig verteilt ist, noch ein paar Mal von unten nach oben so verrührt. Und nun, ich zeige euch, wie ich es mache. Dafür muss ich mein Handy näher schieben. So. Am besten, wenn man eine Drehplatte hat, egal welche, es muss keine aus Holz sein, dann ist es geschickter, gerade für Anfänger ist es dann geschickt. Dann gibt man sich so eine Silikonmatte, das ist jetzt von meiner Kenwood-Maschine, aber einfach eine rutschfeste Matte. Es gibt auch solche Untersetzer aus Silikon, die kann man auch dazu, nur wegen dem Verrutschen, weil das ja doch ein Blech ist. Und ich habe mir jetzt ein klein wenig kleiner den Rahmen gemacht, weil es ist ja schon Teig, aber ich habe jetzt 28
auf 36, nicht auf 38. Ich habe die Länge ein bisschen reduziert und ich schreibe es auch so ins Rezept, wie ich es jetzt backe. Weil ich will nicht, dass der Teig jetzt ganz, ganz dünn ist. Es soll schon auch ein bisschen Teig noch unten sein. Nicht zu dick und nicht zu dünn. Ich schätze jetzt mal, dass dies dann gut wird mit meiner Maße. Das könnte man sogar auch, wenn man keine Bleche hat, keine besitzt, könnte man es auch in einer größeren Auflaufform machen, so in einer Glasauflaufform, einer viereckigen, wo man Tiramisu macht oder ja, in allem, was man hat. Auch in runder Form kann man ihn ja backen. Nur ich schneide diese Schnittchen sehr gerne so in viereckiger Form, aber kann jeder so machen, wie er möchte. Und nun begrabe ich mit einer Winkelpalette mir den Teig und dann kommt er in den vorgeheizten Backofen. Bei 180 Grad wird er gebacken. Ja, so kann man den auch ein bisschen gleichmäßiger begradigen. Wichtig ist, dass man auch an die Ränder kommt, dass man nicht den Teig in der Mitte als Wölbung hat. Also von der Mitte zu den Außenseiten auch verstreichen. Und das muss jetzt nicht exakt sein, ja, aber doch ein bisschen gleichmäßig. Ich schätze mal bei 180 Grad Ober-Unterhitze, dass dieser Boden etwa 25 Minuten braucht, in manchem Ofen auch 27. Oder es kann sein bei manchen, dass er sogar in 20 fertig ist. Schaut mal nach 20 Minuten rein. Ich stelle jetzt meinen Backofen auf 25 Minuten ein, aber ich kenne meinen Backofen und ich glaube, bei mir braucht er 2-3 Minütchen länger wie in einem anderen. Ich sage dann zum Schluss, wie lange er drinnen war. Ich backe ihn auf der zweituntersten Schiene. Der Kuchenboden, der war bei mir 27 Minuten bei 180 Grad im Backofen. Macht Stäbchenprobe, dann seht ihr, ob der Kuchen auch schon bei 23 Minuten fertig ist oder etwas länger braucht wie bei mir. Der Boden muss gut abkühlen, bevor dann die Vanillecreme draufkommt. Der Boden ist ausgekühlt und nun gebe ich ihn wieder auf die Drehplatte, damit ich leichter dann verstreichen kann. Die Klemmerchen, die kann ich auch wegmachen. Ach, ich lasse sie noch ein bisschen dort als Sicherheit. Zuerst schiebe ich den Kuchen von diesem Backblech auf einen Kuchenretter, der natürlich in den Kühlschrank bei mir reinpasst. Das muss man dann immer bedenken, dass man den Kuchen ja in den Kühlschrank tun kann, denn dieses Backblech wäre zu groß. Und wenn es leicht machbar ist, dann kann man einfach das Backpapier wegziehen oder hier würde es sogar gehen. Oder man schiebt sich alles auf den Tortenretter und wenn man eine Backfolie hat, dann geht es noch besser. Aber auch so mit dem Backpapier kann man dann unten drunter es wegziehen. Zu zweit ist natürlich besser, dann läuft es besser. Mein Kuchen, der löst sich schon, den muss ich ein bisschen strammer anziehen, dann klappt das auch. Mit der Folie macht man das wirklich leichter, aber ihr seht, auch so geht es mit dem Backpapier und ich bin wirklich hier alleine. Ich zeige es deswegen so genau, wenn jemand es auch nicht weiß, wie man so etwas macht, dann kann er abgucken. So, und dies
Backpapier kommt natürlich in die Tonne. Und wenn man eine Backfolie hat, dann kann man die einfach mit einem Teigschaber wegkratzen und waschen und sie wieder verwenden. Und nun gebe ich die 2 Becher Schmand in eine große Schüssel, die Sahne flüssig und den Zucker, verrühre das kurz und dann lasse ich die Paradiescreme, die 2 Beutelchen auch mit hinein rieseln und schlage es weiter, aber nicht zu lang, denn man merkt, das wird dann eine feste Creme. Und das merkt man dann einfach und sobald die fester ist, verstreiche ich die dann auf den Boden. Das ist so eine schnelle Creme, die aber wirklich sehr lecker schmeckt. Und jetzt nach 2 Minuten, 2,5 Minuten ist die Creme schon so fest, dann kann ich schon aufhören und sie gleich obendrauf verstreichen. So, wenn es einem dann einigermaßen gefällt, dann kommt der Kuchen jetzt kurz in den Kühlschrank. Ich decke ihn auch ab mit einem zweiten Tortenretter. Ich finde diese Alu-Tortenretter, die sind leicht, leichter wie die Edelstahl-Tortenretter. Ich nehme sie lieber, aber sie dürfen nicht in die Spülmaschine, sonst werden sie schwarz. Und Edelstahl-Tortenretter, die etwas schwerer sind und nicht so handlich, die dürfen aber in die Spülmaschine. Falls ihr euch welche kauft oder zulegt, dann 2 sollte man schon im Haushalt haben. Also ich brauche auf jeden Fall 2. Ich habe ja 3 oder 4 sogar. Es kommt ja immer darauf an, welche Größe man hat. So, ab in den Kühlschrank und dann kann ich mich schon den Sägespänen, wie ich sie nenne, oder Hagelschauer widmen. Den Kokosstreuselbelag macht man schnell und geht leicht. Ich erhitze die Butter, den Zucker, lasse alles schmelzen und dann kommen die Kokosflocken hinein. Da lasse ich es etwas abkühlen und noch ganz leicht lauwarm kann ich sie dann so krümelig oben auf die Vanillecreme verteilen. Ich mache jetzt auch nur so mittlere Stufe, etwas mehr wie Mittelstufe. Sobald dies schön geschmolzen ist, dass der Zucker sich wirklich aufgelöst hat, kommen dann die Kokosflocken dazu. Manche, die
rösten die Kokosflocken auch ein bisschen an, dass sie so bräunlich werden. Ich lasse sie lieber etwas heller, weil es soll ja, es heißt ja auch dieser Kuchen Hagelschauer über Afrika. Und Hagel ist ja eher weißlich. Aber so wie es gelingt, es schmeckt egal in beiden Varianten gut. Ja, der Sägespänenkuchen ist ja auch ähnlich so und doch manchmal ein bisschen anders in den Zutaten. Jetzt warte ich noch ein bisschen. Wenn die Masse so gut geschmolzen ist, ich habe jetzt auch richtig zurückgeschalten, damit mir nichts verbrennt, dann kommen die Kokosflocken hinein, verrühre ich sie gut und gebe die Pfanne beiseite und wenn die Masse dann lauwarm ist, dann verstreue ich das so, ja, krümelig auf den ganzen Kuchen. Ich lasse es jetzt noch kurz hier, aber das soll jetzt bei mir wirklich nicht braun werden. Ich habe noch ein paar Kokosraspeln reingegeben, weil ich hatte ein klein wenig mehr Butter wie 100 Gramm und man sollte sich schon ans Rezept halten. Deswegen habe ich jetzt noch zwei Esslöffel mit dazu. So müsste es passen. Nun schalte ich aus und dann kann das noch kurz hier stehen, so 10 Minuten. Das sollte dann nicht mehr heiß sein, denn die Vanillecreme, die darf ja nicht schmelzen. Und damit es noch schneller geht, werde ich es umfüllen in eine Schüssel. Dann kühlt es mir schneller ab, denn bei mir ist es warm in der Küche. Es kommt ja immer drauf an, wie heiß man hat. Wenn man dies jetzt länger lassen würde, dann würde es bräunlich werden, die Kokosflocken zumindest, oder man kann sie im Vorfeld ein bisschen leicht anrösten, wenn man sie hellbraun haben will. Ansonsten lässt man sie so wie ich auch. Also ich fülle mir sie in diesen Behälter oder in eine Schüssel, das was jeder so zur Hand hat. Ich habe jetzt auf die Schnelle dies mir einfach in die Hand genommen, da passt es auch gut. Man kann sie auch ganz erkalten lassen, aber wenn sie leicht lauwarm sind, dann kann man sie auch gut verteilen. Die Butter, die wird ja dann auch fester. Mein Kokosbelag da, der ist jetzt abgekühlt. Ich kann sehr gut reinfassen. Er ist noch leicht lauwarm und ich verteile ihn am allerbesten mit den Händen. Das kann jeder machen, wie er möchte, aber bei mir klappt das am besten mit der Hand. Ja, diesen Kuchen sollte man meiner Meinung nach einen Tag vorher machen, damit er gut durchkühlen kann über Nacht im Kühlschrank und er hält sich auch mindestens 3 Tage im Kühlschrank natürlich. Und wenn man auch einfrieren möchte, dann kann man so größere viereckige Stücke schön in eine Kunststoffdose mit Deckel richten und abdecken und einfrieren. Natürlich sollte er schon zügiger gegessen werden, da Kokosflocken, wenn sie dann im Kühlschrank lang sind, schmecken sie vielleicht auch nicht mehr so gut. Ich sage es nur dazu, weil das ist jetzt meine Meinung, halt meine Erfahrung. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen sehr pingelig. Wenn ich dann etwas esse, von diesem Kuchen werde ich auf jeden Fall ein kleines Stückchen essen, weil er schmeckt richtig, richtig gut. Es ist ja auch eine Kalorienbombe, so ist es nicht. Aber man kann ihn sehr gut für jedes, egal welches Fest man
hat, kann man es machen, kann die Stücke kleiner schneiden, länglich schneiden, in größere Schnitten, in kleinere, dann so wie jeder es haben möchte. Oder wenn man in einer großen runden Form, kann man solche Stücke schneiden. So, mir gefällt er jetzt wirklich sehr gut und bei mir geht er dann wirklich über Nacht in den Kühlschrank. Wenn er dann gut durchgekühlt ist, dann werde ich ihn auch anschneiden morgen und dann zeige ich euch, wie wir ihn am liebsten essen. Ich mache lieber so schmälere Schnitten, denn mancher isst ein oder zwei Stückchen, je nachdem, weil es ja echte Kalorienbombe ist und 1A schmeckt. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und danke euch auch heute fürs Zuschauen und wünsche demjenigen, der dieses Mal nachbäckt, gutes Gelingen dabei. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss, eure Helga. Noch etwas, hier habe ich einen Edelstahl-Tortenretter, der ist viel schwerer, den werde ich jetzt aber oben drauf geben, damit mein Kuchen keinen Kühlschrankgeruch annimmt oder annehmen kann. Dann schmeckt er sehr, sehr gut und wenn man ihn nicht abdeckt, dann kann es sein, je nachdem, was man im Kühlschrank hat, dass er dann nicht so gut schmeckt. Also nun, tschüss. Bis morgen, dann zeige ich euch den Anschnitt noch.